Aiden? Aiden, du bist da. Schnell. Schnell. Finde mich. Wie hast du da kommen durch? Gefunden. Das hier oben noch. Du bist hier. Schnell. Hol mich hier raus. Und das wie? Hier. Ich muss erst rein. Wie vielleicht? Ryan? Ryan, ich muss mal Ryan hier retten. Schnell. Wir müssen erstmal retten hier. Was ist leicht? Leichter gesagt, das hat's getan. Na komm. Und hier unten. Okay, jetzt die Tür. Die Tür, die Tür, die Tür. Alles okay? Willst du das wirklich wissen? Kannst du laufen? Ja. Ist jetzt nach dem Feuer, geh oder was? Warte auf sieht mich, fast wenn ich so aus. Nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jolly, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jody. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Na dann los jetzt. Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Wo ist der Verhörraum? Oh shit. Kümmere dich um den Mistkerl, Aiden. Und weg. Sprengstoff. Jetzt, wir sollten nicht zu lange strödeln. Sprengstoff. Noch haben wir Eigen, um sie rauszuholen, aber wo ist der verdammte Sprengstoff? Die Tasche vielleicht. Hier. Jetzt raus hier. Aus der Richtung. Oder nicht? Unter Wasser. Müssen wir jetzt tauchen, oder wie?
Das ist jetzt der Plan. Okay. Berechtigte Frage, was machen, was tun wir jetzt? Ah, Tauchanzug. Das tun wir so. Ich auch mal mit meinem Gewusster. So, runter hier rein hier. Nicht weit weggehen. Dann schließen wir mal das Portal. Oh, das Pechschwarz. Dem Ding muss es doch Licht geben. Ruhig bleiben, Aiden. Okay, einen können wir hier nicht benutzen. Einfach durch mit Jody. Mal schauen, ob wir das überleben. Okay, wo müssen wir hin? Wo ist das Ziel? Ich sehe hier relativ wenig. Das könnte schon fast ein Ausgang sein. Oh, da drüben müssen wir hin. Da ist das. Sprengt kaputt. Dreier stand beim Bein oder? Haben wir da noch mehr? Alle drei befestigen und raus hier. Gut, 3 Minuten. Nichts wie weg. Und raus hier. Drei Minuten müssten ja reichen. Wenn wir nicht weiter aufgehalten werden. Einfach den Weg zurück in den, aus dem wir gekommen sind. Geh einfach. Geh. Lauf, Jody. Oha. Oh nein. Warum läufst du nicht weiter? Ich sollte 1 drücken. Lauf weiter. Mitlaufen. Sind wir da? Was tue ich? Puh.
bin entkommen. Du stirbst heute hier mit mir, Bitch. Oh, Scheiße. Die größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Ich bin, sonst wird doch ohne mich explodieren. Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück! Oha! Nein, wirkt dem Events. Oha! Shit, 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 shit. Und alles umsonst! Bin schlecht in sowas. Kacke, wir sterben hier noch. Wir sehen uns. Auf der anderen Seite. Oh oh. Jetzt, danke. Das war knapp. Der liegt nicht ohne uns ab. Haut der ohne uns ab oder was? Was gesagt, der haut ohne uns ab. Und da sind wir. Komm schon, Jody. Mach auf, ja? Mach auf. Mach auf. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Idiot liegt hier daneben. In der Kälte. Ist nicht gerade ein Sonnenstrand. Da! Da drüben! Drachenhöhle. Irgendwie Frechheit Auge um Auge. Fast zu einfach. Reden verweigert. In die Basis eingedrungen. Besitz ergriffen. 0% oder was? Oder gar keine Publikation, nichts angezeigt. Damit das Prozent angezeigt werden kann, müssen sie angemeldet sein. Wir konnten das beschränken mit. Okay. What the fuck? Kommt mit Altersbeschränkung. Was? Mein Steam-Account wurde eingeschränkt oder keine Ahnung. Wie auch immer. Mein Account bei denen.
von Wein gerettet wurden, in die Basis eingedrungen. Okay, das ist jetzt gerade verwirrend. Zwei unentdeckte Wege. Na, sei es drum. Spuk ist das nächste Kapitel. Gute Nacht, Prinzessin. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Ich habe schon so eine Ahnung, was in diesem Kapitel passieren wird. Weil es jetzt auch gesagt wurde, dass exakt neben dem, hinter dem, im Anschluss an das, an die, das, die Nachtsitzung. Ja, genau. Mit der toten Mutter und der toten Tochter spielt. Oha. Das ist ziemlich creepy. Holy shit. Bitte kein Jumpscare. Da ist sie wieder. What the fuck? Okay, ist nicht verschlossen, wir dürfen also gehen. Seit wann ist der Raum nicht verschlossen? Wow, shit. Nachts auf dem Nebengang. Forever and ever. Kleines blutiges Mädchen am Ende des Ganges. Wart mal kurz, ich hole mir noch ein Dreirad. Dann können wir weitermachen. Nur kurz ein Dreirad, damit wir uns hier, damit ich schnell vorbewegen kann. Ja. Wir folgen dem Geistermädchen einfach. Was kann da schon schief gehen? Jodie. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Auf gar keinen Fall. Es wird jetzt gar nicht gruselig für ihn. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jodie. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen.
Du erforscht Baron und meine Aktivitäten. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer du lieben. Du weißt, dass das echt ist. Bring sie doch bitte mit mir. Jody, bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Du musst lernen, loszulassen. Das ist traurig, ja. Verdammt traurig, aber... Du musst lernen, loszulassen. Das war ein kurzes Kapitel. Nächstes Kapitel, Beta Sonder. Okay. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese das Situation müssen wir ändern. Ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Wenn die Soldaten zwingen, die Existenzen zwingen, die Soldaten... ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Das kann auch nicht gut sein. Das lassen die zu. Wir werden die Existenzen zwingen. An die Menschen fesseln. Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven, hm? Oh, Oberbosse und ihre tollen Spielzeuge. Ich musste da jetzt raus. Mein Erbrochenes versaut sonst noch den Teppich. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Wir dachten, wir würden das Richtige tun. Aber unser Einsatz, er verleiht dem Pentagon allein die Kontrolle über die Infrawelt. Was wirst du jetzt tun? Ich weiß nicht. Ich brauche Zeit, um es herauszufinden. Herauszufinden, was ich will. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Topgehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal. Jody, ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Wünsch dir ein schönes Leben. Du hast gelogen. Ich könnte dir nie wieder vertrauen. Tut mir leid, Ryan. Ich verstehe schon. Hör zu, was auch immer du tust. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da. Ah, da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe einen Single Malt bei mir stehen, ein feines Stäffchen. Kommst du gleich nach?
Nein, ich sollte lieber... Sowas trinkt man doch nicht allein. Whisky verlangt Begleitung. Ich sag dir was, ich such dich dann, okay? Hier lang, Jody. Okay, wieso fahren wir ihm noch? Wieso fahren wir ihm noch? Was hat er mit uns noch vor? Vielleicht gehen wir einfach durch den Haupteingang raus. Nee, können wir gar nicht. Wir sind doch nicht mehr seine Experimente. Na gut. Komm mal mit. Manche Entscheidungen sind schwer, Jody. Immer haben die anderen für mich bestimmt. Wird Zeit, dass ich mal eine Entscheidung treffe. Tu nur, was dein Herz dir sagt. Dann triffst du die richtige Entscheidung. Was für Entscheidung? Worum geht's hier? Oh, können wir gar nicht. Ist einsicher. Die Tür. Das ist tatsächlich seltsam. Na gut, das ist das Department für man natürlich Aktivitäten, die haben vielleicht Wege gefunden, Existenzen, Türen gegen Existenzen zu schützen. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Was immer Nathan sagt, pass auf. Wieso? Das war schon eine kleine Warnung an uns. Ist Nathan nicht ganz... Der ist nicht ganz bei sich. Ja, bitte? Hübsche goldene Statuen hast du da. Hübsches riesiges Büro. Es ist so schön, dich zu sehen. Dein Büro so groß wie ein ganzes Gebäude. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht... Du existierst nicht länger. Das glaube ich ja kaum. Wir wollen es nicht ausschalten. Du hast jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. $500,000 für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Ich fange ein neues Leben an. Ich wollte es gerade annehmen. Ich will nichts einstecken, was mich an das Alte erinnert. Jetzt gebrauchen können. Geld von der Regierung. Bevor du gehst,